Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Wissenswerte. Das Totenglöckchen läutet, es läutet für die Bundesregierung, für die Ampelkoalition mit den Ampelmännern dort. Und das Totenglöckchen läutet vor allen Dingen deshalb, weil die Grünen dort dominieren. Was macht mich so hoffnungsfroh, so frohlockend, so positiv und optimistisch gestimmt? Wobei ein läutendes Totenglöckchen an und für sich ja keinen Anlass dazu gibt, aber in diesem konkreten Fall, nun ja, man muss sich schon auch mal klammheimlich freuen dürfen. Wir wissen, dass der Ampelregierung die Wähler davonlaufen, ganz stark der SPD. Wir wissen, dass die AfD wächst in der Wählergunst. Wir wissen, dass dieser Ampelregierung der Ampelmänner in Berlin nun auch das Geld ausgeht. Die Weichen dafür hat das Bundesersatzverfassungsgericht gestellt. Ich habe schon angekündigt, dass das noch weitere Konsequenzen haben wird. Es mag ja auch beabsichtigt sein und einem Plan folgen in diesem BRD-System. Aber dieses Bundesersatzverfassungsgerichtsurteil führte eben doch zum Beginn des Läutens der Totenglöckchen. Denn bisher wurden die Grünen in der Ampelkoalition mit allen Mitteln von den Medien vorne dran, von den öffentlich-rechtlichen Medien befördert, unterstützt und hochgelobt. Diese Lobhudelei scheint nun ein Ende zu nehmen. Doch hören und sehen Sie selbst. Die Haushaltssperre ist das Eingeständnis, dass die Ampel nicht mehr weiter weiß. Der Bundesfinanzminister geht heute kritischen Fragen zu seiner Verantwortung für das haushaltspolitische Desaster aus dem Weg. Robert Habeck wirft fleißig Nebelkerzen, um den eigenen Anteil an dem Irrweg zu verschleiern. Und der Bundeskanzler ist wie häufig bei Problemen auf Tauchstationen. Deshalb hier noch einmal in aller Klarheit. Die Ampel sollte jetzt bitte nicht so tun, als sei diese schwere Krise vom Himmel gefallen oder gar die Schuld von Opposition oder Bundesverfassungsgericht. An Warnungen von maßgeblichen Sachverständigen hat es nicht gefehlt. Aber SPD, Grüne und FDP haben lieber eine verfassungsrechtlich fragwürdige Konstruktion durchgezogen, als die Prinzipien einer soliden Haushaltsführung hochzuhalten. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen, ist das die Politik der selbsternannten Fortschrittskoalition? Die Liste der Fehlentscheidungen ist lang. Für mich die gravierendste, die völlig unrealistischen Pläne der Grünen, eine Industriegesellschaft im Rekordtempo umzubauen, Energie erst zu verteuern und dann die Folgen mit gigantischen Subventionen abzumildern, finanziert mit immer neuen Schulden. Die Ampelkoalition ist hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen und ich erinnere mich daran, wie Christian Lindner vor vielen Jahren begründet hat, warum die FDP nicht in eine Koalition mit Union und Grünen gehen wollte. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. In dieser Logik kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler will eine neue Regierung. Der Mann, den Sie hier sprechen hörten, ist Thomas Berbner. Er leitet die aktuelle Fernsehredaktion des Norddeutschen Rundfunks, des NDRs. Er ist nicht irgendwer, sondern einer, der ganz, ganz oben sitzt und kontrolliert, was unten läuft. Und unten heißt aus seiner Sicht auch die Bundesregierung. Man traut seinen Ohren nicht, sagt er da, gar Robert Habeck wirft Nebelkerzen, um den eigenen Anteil am Irrweg zu verschleiern. Behauptet er nicht, dass sogar Lindner Fragen ausweichen würde zum Versagen dieser sogenannten Regierung? Auch der Bundeskanzler sei, wie so häufig, bei Problemen auf Tauchstation. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen, man traut seinen Ohren nicht, und könnte meinen, sich auf einem anderen Planeten zu befinden. Aber Thomas Berbner spricht tatsächlich von dieser Ampelkoalition, von Scholz, von Lindner, von Habeck. Sogar die Pläne der Grünen, eine Industriegesellschaft
schnell umzubauen, wären unrealistische Pläne. Und zuerst die Energie zu verteuern und dann die Folgen mit gigantischen Subventionen abzufedern, alles das ist Irrsinn in den Augen Berbners. Dann erteilt Berbner zum Schluss seiner Rede, seines Kommentars, das machen die ja gerne bei den Staatsmedien, um den Leuten zu erklären, was sie zu denken haben. Aber dann erteilt er den klaren Befehl an Christian Lindner. Christian, sagt er, beenden Sie diese Koalition. Ja, was ist in ihnen gefahren? Nun, die sehen natürlich auch, es geht alles den Bach runter. Das System wird gefährdet durch diese Politik. Natürlich kommt hinzu die Angst vor der AfD. Man wollte die AfD klein halten, das wäre ihre Aufgabe gewesen, als Ventil zu wirken mit vielleicht 10, 12, 13, 14 Prozent. Aber nun gehen die deutlich über 20 Prozent. Nun drohen Wechsel in den östlichen Bundesländern, zunächst in Thüringen, mit vielleicht sogar einem AfD-Ministerpräsidenten, und zwar einen, den man ganz besonders fürchtet. Das darf nicht passieren, das System muss am Laufen gehalten werden, die vielen Vergehen der letzten Jahre müssen unterm Teppich bleiben und hier haben die Öffentlich-Rechtlichen erkannt, wie auch andere Medien, die jetzt sehr, sehr schnell folgen wollen, dass diese Ampelregierung genau dieses System gefährdet, weil es das Einfallstor schafft für eine Politik, die in vielerlei Hinsicht wesentlich konsequenter wäre. Wie auch immer, bleiben wir dabei, sehen wir es positiv, das Totenglöckchen läutet, das Ende der Ampelkoalition ist eingeleitet oder eingeläutet, wie immer Sie möchten. Lindner muss irgendwie noch bis, ich glaube, zum 23.12. durchhalten, damit er sich seine Ministerpensionen sichert. Aber das geht ja dann auch schnell rum. Vielleicht erleben wir es auch noch. Ich befürchte zwar eher nicht, aber wer weiß, was kommt. Wir haben ja doch viele Wechsel, die wir hier beobachten können. Vielleicht werden doch Politiker irgendwann mal persönlich in die Verantwortung genommen für das, was sie angerichtet haben. Wobei man bei diesen Schäden, die diese Koalition dem Land zugeführt hat, ja heute schon weiß, dass die Restlebensdauern dieser Politiker niemals mehr dafür ausreichen würden, um die Schäden auch nur ansatzweise anzugehen. Vom Beseitigen will man eh nicht reden, aber es würde ja schon reichen, wenn man ihnen ihr komplettes Vermögen nehmen würde. Sie sind ja so sehr dafür, die Vermögenden zu belasten. Also sollten sie doch an erster Stelle dafür stehen. Ja, wie gesagt, so schaut's aus. Das Ende ist nah. Vielleicht braucht man nicht mehr allzu lange warten. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben. Bis bald.